befinde mich gerade in England, London, in einem Supermarkt vor einem Süßigkeitenregal. Ich kaufe jetzt alles ein, was geil aussieht, und dann gibt es einen fetten Taste-Test. Ich werde so einen Zuckerschock bekommen. Wir nehmen mit die Dipped Pretzels. Oh, Mint-Schokolade finde ich geil. Golden Caramel Chocolate. Kassenblecker aus Munchies. Love to share. Ich share das gern mit dir. Ich nehme safe diese luftige Minzschokolade noch mit. Boah, die sieht geil aus. Oh, die nehme ich auch noch mit. Nerds. Polo. Marco. Polo. Marco. Ja, die Auswahl ist hier ein bisschen mickrig. Ich würde sagen, wir nehmen noch mit die Frutella. Frutella. Gibt es die auch in Deutschland? Die kommen mir so bekannt vor. Die muss es geben. Die sehen ja richtig lecker aus. Ja, die sehen ein bisschen scheidig aus. Oh, guck mal, hier gibt es veganes KitKat. Wird probiert. Ja, das sieht geil aus. Wollen wir das? Sieht geil aus. Ja. Das ist Malika ausgesucht. Leute, wenn das nicht schmeckt, dann... Auf deinen... Dann ein Problem, ja, ehrlich gesagt. Ja, dann haben wir wirklich ein Problem. Okay, lass bezahlen. Oh, das sieht ja noch süß aus. Ja. Ein kleiner Mann, ein Crispy Mo. Den verspeisen wir jetzt, den Mo. Malika hat sich angeboten, meine Einkaufshilfe zu sein. Ich wollte früher mal Kassiererin werden. Echt? Ja, ich hätte eine eigene Kasse. Ach, wie süß. Habe ich mir selber gekauft, meine Eltern wollten mir keine kaufen. Da habe ich mir einfach ein Kassensystem auf eBay bestellt. Wir sind angekommen im nächsten Laden. Tesco Express. Express. Wir haben hier direkt spannende Getränke entdeckt. Oh, rote Fanta. Keine Sorge, es sorgt euch. Pfirsich, Maracuja, Orange. Schön. Hier gibt es auch wieder Pop-Tarts, aber aus Amerika wissen wir, das schmeckt wirklich wie Pappe. Wir brauchen noch irgendwelche Gummibärchen. Wir probieren jetzt einfach die Drumsticks. Zack. Milk Chocolate. Ich finde generell hier überhaupt nichts interessant. Das kommt in den Korb. Ach, kein Problem. Das ist doch sowas typisch engländisches Wagon Wheel. Das sieht richtig eklig aus, aber we gonna try it. Oh mein Gott, ich kenne die schon. Einfach Lotuskekse mit Lotuscreme. Das ist wirklich Perversion in Person. Schaut mal, hier gibt es Karamellreiswaffeln. Die sehen geil aus. Vierte Kölle immer. Ja, gell, die waren lecker, ne? Ich habe so eine Packung in einem Tag. Ekelhaft. Ja, ja. Das sieht eklig aus. Und wir nehmen jetzt noch Gummibärchen mit. Klasse, ab zur Kasse. So, wir sitzen jetzt im Uber, fahren zum Park und da machen wir einfach den Taste-Test. Völlig random, aber wir fahren in anderthalb Stunden oder einer Stunde, glaube ich, zum Flughafen. Dann fliegen wir wieder nach Deutschland und diesen Taste-Test wollte ich unbedingt noch machen, weil ich dachte mir so, es fliegt sich bestimmt besser mit vollem Bauch, wenn es uns richtig schlecht geht. Wir haben uns jetzt hier im Park versammelt und probieren jetzt die Süßigkeit. Augen zu. Weil ich mag eh nichts davon. Oh! Also, wir haben hier Munchies von Nestle. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist Schoki und in der Mitte ist Karamell. Boah, das riecht lecker. Das riecht lecker. So. Cheers. Cheers. Aufs Leben. Auf uns. Auf unser Leben. Geil. Schmeckt ein bisschen wie diese Rolos. Wer ist denn Rolos? Lecker. Ich muss dazu sagen, Malika mag gar keine Schokolade und Süßigkeiten und ich liebe das. Es schmeckt. Lecker. Du kannst das eine ja gar nicht vom anderen trennen. Oh, das ist ungenießbar. Ich find's lecker. 8 von 10. 3 von 10. Tada! Du bist ein bisschen eine Schreckschraube. Wagon Wheels. Ich glaube, das sind so typisch engländische. Epic Inside, da wird episch drin. Oh Gott. Oh! Mir wird jammy. Gleich, mir wird ganz, ganz schlecht. It's gotta be jammy. Ich glaube, ich kenne die. Das ist so Keks mit Marshmallow und Schokolade drum. Das ist grauen. Lecker! Ich will das nicht. Wenn ich es schon eklig finde. Boah, das schmeckt richtig nach Seife in der Mitte. Mag ich nicht. Wir hätten einen Spuckbeutel holen sollen. Lass die mal verschenken. Da ist noch irgendwas in der Mitte, so was Marmeladiges. Oh.
2 von 10. 0 von 10, ist ja eher. Oh, das ist das Einzige, was Malika haben wollte. Ich habe ehrlich gesagt davor auch schon geluschert. Es ist, wie heißt das? Schokolade und da drin ist Cookie Dough. Geil. Und ich liebe Cookie Dough. Ich glaube, das ist sogar plant-based. Natürlich ist es plant-powered. Power. Der powered bei den Pflanzen. Power vom Sinne. Gras hier. Oh! Das ist aufs Leben. Was war das? Axel waschen in der Dusche? Das ist der Salzer, wenn es einem gut schmeckt. Ah. Die Stückchen kommen auch gut raus. Lecker. Mhm. Mhm. Was hast du? Mhm. Dafür, dass vegan ist, echt strong. Ich würde 8,5. Sag dir ehrlich, 9 von 10. Geil. 9 von 10. Geil. Salzbrezeln, mhm. Dipped in Peanut Butter und drizzled with chocolate. Aufs Leben. Auf uns. Geil. Bäh. Geil. Bäh. Geil. Bäh. Geil. Nee, mir schmeckt's gar nicht. Lecker. 3 von 10. 3 von 10. Ah, so schlecht. Ja, ich mag es nicht. Schmeckt okay. Nicht. Was haben sie in der Grabbelkiste? Nerds. So wie Nerds im Geschmack Grape and Strawberry auf Deutsch übersetzt. Traube und Erdbeer. Zuerst lila. Lila. Lady! Bei dir kommt einfach nur rosa raus. Nein. Okay, let's go. Oh, los. Oh. Mhm. 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 Ganz lecker irgendwie am Ende. Ja. Schmeckt einfach nur, als würde man auf saurem Zucker rumbeißen. Ich denke, wir sind bereit für Gummibärchen. A.k.a. Drumsticks. Squashies. Hm? Ih, das schmeckt wie, als leckt man an einem Spielzeug. Bäh. Das wird's gar nicht so schlecht. Ih, für Segel. Bäh, nee. Es gibt mir dieses... Kennt ihr diese Mäuse, die man früher beim Trinkladen geholt hat? Ja, aber die Mäuse schmecken geiler. Die langen Mäuse. Nee, schmecken die Mäuse vergammelt. Nee. Eins von mir, 4 von 10. Oh, ich weiß, was kommt. Jetzt kommt deine Oma-Süßigkeit. Ich spüre das doch. Yeah! Wuhu! Schokolade mit Minze. Und das ist auch noch so luftige Schokolade. Mega. Das ist so geil. Oh, sieht das cool aus. Guck mal. Denkst du, das brennt gleich. Nein. Doch, die Minze. So, cheers. Was denn? Geil. Guck mal, wie voll in den Arsch, wie eine Atombombe. Ja, das ist so Luftschokolade. Oh mein Gott, weißt du, wie das schmeckt? Lecker. Die Berliner Luft. Nee, wie Pfefferminzschnaps. Und davon hatte ich meinen ersten Absturz. Es ging nicht gut aus. Mit keinem beteiligt. In dem Sinne. Muss ich das aus Sicherheitsgründen entsorgen? Entschuldigung. Das ist ja ekelhaft. Ih, du isst noch mehr davon. Lecker. Also wirklich, Paula. 9 von 10. Ganz klare 0 von 10. Lecker. Bäh. Mein Gott, haben wir viel eingekauft. Ich bin bereit für einen Drink. Fanta im Geschmack. Fruit Twist. Mit Maracuja, Pfirsich und Orange. Lecker. Schmeckt sehr erfrischend nach, aber schmeckt nur nach Pfirsich irgendwie. Ja. Ist gut. Ja. Ja, ich mag das irgendwie. Ich stelle mir das vor, im Sommer mit so ein paar Eiswürfeln in einem Café würde das so in Berlin als 9-Euro-Drink durchgehen. Ja. Ich gebe dem Ganzen, obwohl da Zucker drin ist, eine 9 von 10. Ja, du auch. Okay, super, weiter. Oh yeah, baby. Lotuskeks, ich weiß es doch. Lotuskeks mit Biscoff-Creme in der Mitte. Mit Lotuscreme in der Mitte. Oh! Oh! Mm. Heaven. 10 von 10. 10 von 10. Okay. Also. Haben wir jetzt den kleinen Nomo. Creamy Chuck with Crispy Pieces. 83 Kalorien. Der sieht lecker aus. Man muss ihm anrechnen, dass er vegan ist. Er ist nichts Besonderes. Ist ein bisschen crispy,
Aber die Schokolade ist irgendwie weich, finde ich. Und das mag ich ein bisschen. Aber schmeckt auch ein bisschen wie so Schokolade aus dem Weihnachtskalender. So billig. Ich würde sagen 6 von 10. Ja, schließe ich mich an. Schön, mir den Kessel zu machen. Ja, gern, herzlich, ja. Danke. Und ich habe auch gerade schon reingeguckt. Upsi, ich weiß schon, was es ist. Nutella, ich muss mal Strawberry, Erdbeere. Erdbeer. Okay. Oh, los. Ja. 9 von 10. Es schmeckt mir ein bisschen zu künstlich. Schmeckt wie so Barbie-Schminke. Oh, das schmilzt uns hier gleich. Mini-Rolls. Da ist in der Mitte so Milchcreme. Es gibt wirklich viele Dinge, die ich nicht gerne will, aber am wenigsten will ich das jetzt essen. Komm, schmeckt so was anderes. Das schmeckt ein bisschen wie Beverly. Kennst du das? Hey, ich find's ganz okay. Gummibärles. Fruit Gums. Die hängen wie so diese Schlümpfe im Mund. Nee, mag ich nicht. Ich sag 10 von 10, richtig geil. 7 von 10. Last but not least haben wir veganes KitKat. Ahoi. Man weiß nie, wann der nächste Regensturm kommt. Oh, sieht aus wie vegane KitKat. Schmeckt schon wieder mega scheiße. Geil. Trick von mir, sag ich dir ganz ehrlich, glatte 1 von 10. 7 von 10. Und jetzt verschenken wir alles, was mir nicht geschmeckt hat, an die Leute. An die Engländer. Dann sagen wir Hello. Hoch lebe England. Also ich sag's euch, wie es ist. Die engländischen Süßigkeiten, die sind's nicht so. Ich finde die deutschen besser. Ich finde beide scheiße. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr am Start wart. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, dass Malika komisch ist, weil ihr nicht schmeckt. Bis nächste Woche. Tschüss. Ich will auch noch was sagen. Okay. Follow for follow, like for like und macht die Glocke an. Dingling. Tschüssi. Ciao.